Ein Nordseeheilbad mitten im UNESCO-Weltnaturerbe. Es ist die östlichste Insel im deutschen Wattenmeer. Wangerooge, die Insel vor dem Wangerland. Als markanter Grundriss der Insel zeichnet sich im seichten Wasser des Nationalparks ein Seepferdchen nach. Ein kunstvoll von der Natur gestalteter Sandhaufen. Wie romantisch. Doch wie jeder weiß, ist Sand kein guter Baugrund. Doch alle ostfriesischen Inseln sind auf Sand gebaut. Und so ist weder die Lage dieser Insel noch die äußere Form von Natur aus beständig. Das Land der Insel wandert von Westen nach Osten. Ohne Befestigungen und Hochwasserschutzmaßnahmen wäre die Insel schon versunken oder wie befürchtet in die Fahrrinne des Jardefahrwassers abgedriftet. Reisende benutzen in der Regel ein Flugzeug oder die Fähre, um auf die Insel zu gelangen. Einmal im Hafen angelandet, verbindet eine nostalgisch anmutende Eisenbahn den Hafen mit dem Bahnhof im Ortszentrum der Insel. Die Bahntrasse der Inselbahn, die ihren Ursprung bereits vor rund 145 Jahren hatte, führt mitten durch eine faszinierende Naturlandschaft. Die Gleise führen uns über Salzwiesen und ein wichtiges Durchzugsbiotop seltener Zugvögel. Da, wo wir heute Marschland und im Hintergrund einen relativ jungen Dünenhorizont sehen, befand sich rund zwei Jahrzehnte, bevor die Eisenbahn kam, der alte Dorfkern des Seebades. Die Bahnlinie hätte es seinerzeit nicht gebraucht, doch heute befindet sich das neue Ortszentrum der Insel etwa 4 Kilometer weiter östlich. Umstände, die mit der einst stetigen Ostwanderung des Landes einhergehen. Das Café Pudding. Es markiert heute so in etwa die Mitte der zum Meer zugewandten Strandpromenade. Dieser Standort war seit jeher gut für eine Landmarke bzw. für den Ort eines Seezeichens. Von hier aus ist das ca. 42 Kilometer entfernte Helgoland sichtbar, dazwischen eine stark befahrene Wasserstraße mit 4 Fahrrinnen. An dieser strategisch günstigen Stelle befand sich auf einer Düne eine Barke. Man konnte diese Düne samt Barke während eines Spaziergangs umrunden, so wie heute das Cafégebäude. Einmal um den Pudding gehen, eine speziell in Bielefeld, Bremen und Oldenburger Raum verwendete Redewendung für das Umrunden eines Häuserblocks hat mutmaßlich zur Namensgebung des Dünenplateaus und des späteren Cafés geführt. Das Gebäude selber ist im Kern aus einer Wehrbefestigung aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen. Der Bunker wurde nach dem Krieg zum Kiosk mit Eisverkauf und im weiteren Verlauf zum Café umgebaut und mehrfach erweitert.
Der alte Bunker im Kern des Gebäudes ist heute das Buffet. Blickt man die Hauptverkehrsader zwischen Café Pudding und dem Bahnhof hinunter, die Cedeliusstraße, offenbart sich ein weiteres Seezeichen. Der alte, ausgediente Leuchtturm. Einst markierte er das östlichste Ende der Insel. Im Zuge der Landwanderung befindet er sich heute zentral in der Mitte des Eilands. Es ist das älteste noch erhaltene Gebäude der Insel und wurde 1856 in Dienst gestellt. Rund 70 Jahre später, mit der zunehmenden Bebauung der Uferpromenade, musste auch der Turm um gute 10 Meter erhöht werden, um die Sichtbarkeit für die Schifffahrt weiter gewährleisten zu können. Es war der erste Leuchtturm Deutschlands, auf dem man heiraten konnte. Ein Standesamt in luftiger Höhe. Kein Punkt auf der Insel ist weiter als 500 Meter vom Wasser entfernt. Und obwohl die Insel autofrei ist und es bis heute keine Ampeln gibt, hat Wangerooge die schnellste medizinische Erstversorgung Deutschlands. Noch bis zum Jahre 2000 wurden Pferdekutschen für den gewerblichen Transport eingesetzt. Heute sind eine Handvoll kleiner Elektrofahrzeuge im ausschließlich gewerblichen Einsatz. Die Insel und ihre Bewohner sind nicht wirklich ostfriesisch. Zumindest wird hier kein Platt gesprochen. Die Insulaner trinken nicht überwiegend Tee und man sagt Moin zur Begrüßung. Diese Besonderheit hängt möglicherweise mit einer zwangsweisen Umsiedlung fast aller Inselbewohner zusammen. Durch eine verheerende Sturmflut in der Neujahrsnacht 1854-55 wurde die Insel in drei Teile gerissen. Zahllose Häuser des alten Dorfes im Westen versanken in den Fluten, da wurden unbewohnbar. Die Flut richtete im alten Inseldorf starke Zerstörungen an. Einzig der alte Westturm aus dem 17. Jahrhundert konnte der Sturmflut trotzen. Der Seeturm besaß das erste Leuchtfeuer an der deutschen Nordseeküste mit immerwährender Beleuchtung. Das Westdorf mitsamt Turm, der von dieser Zeit an statt an Land mitten im Meer stand, musste aufgegeben werden. Die Bewohner wurden aufs Festland und auf andere Inseln umgesiedelt. Der alte Turm wurde noch bis 1914 als Marinesignalstation genutzt und später gesprengt. Noch heute finden sich massenhaft Ziegelsteinreste im Meer und am Strand im Westen der Insel, wo sich zur Blütezeit des jungen Strandbades um 1850 der alte Dorfkern befand. Das versunkene alte Dorf im Wasser bot jedoch auch den Baustoff für einen Neuanfang. 82 Wangerooger weigerten sich nach der Neujahrsflut, die verwüstete Insel zu verlassen. Sie errichteten aus den Trümmern des Westdorfes am damaligen neuen Leuchtturm im sicheren Osten des Eilands ein neues Dorf. Die Häuser am Dorfplatz 8, 10 und 12 zeugen noch von dieser Zeit. Die älteste Straße im neuen Dorfzentrum ist die Robbenstraße. Der alte Leuchtturm hat einen modernen, mit Radartechnik ausgestatteten Nachfolger. Auch der gesprengte Westturm ist seit 1932 wieder auf der Insel, im Westen.
aber deutlich weiter südlich. Es ist eine Nachbildung seines Vorgängers und wird heute als Jugendherberge genutzt. Und es sind genau diese beiden relativ neuen Türme, die Reisende von und zur Insel Wangerooge als erstes wahrnehmen. Durch die quasi im Zickzack verlaufende Fahrrinne zur Insel spielen die Türme im Laufe jeder Fahrt so etwas wie Bäumchen wechseldich und tauschen, zumindest optisch, ihre Position. Sehr verwirrend. Nicht nur die Türme im Westen der Insel tauschen mutmaßlich ihre Position, ganz ähnlich verhält es sich mit dem Sand. Früher sind die Inseln vor allem deshalb gewandert, weil die natürliche Strömung der Nordsee diese von Nordwesten trifft. Nordweststürme verstärken diesen Effekt. Jetzt wird Wangerooge durch Buhnen und Deiche an einem Ort festgehalten. Aber alles, was nicht befestigt ist, der Sand am Nordufer zum Beispiel, folgt weiterhin der Strömung und wird weggespült. Ein Teil lagert sich im Osten der Insel wieder an und wird zurückgeholt. Für den Badestrand oder für Reparaturen der Dünen im Westen. Es ist ein Wettlauf mit dem Meer. Und so formen die Insulaner jedes Jahr aufs Neue ihr Seepferdchen, der, so sagt man sich hier, schönste Sandhaufen der Welt.